Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier wieder im Gefängnis und beim letzten Mal hat uns hier der Eisengolem-Bodyguard entführt. Wir sind jetzt hier einfach in der Kanalisation in einer Zelle gefangen und der Eisengolem-Bodyguard hat ja auch wirklich richtig doll viele Wachen, die hier auf uns aufpassen. Wir haben ja auch nur 2 Heuballen bekommen, um darauf zu schlafen. Was ist da denn los? Und vor allen Dingen auch nur ein bisschen was zum Essen. Der Eisengolem-Bodyguard ist wirklich so doll böse zu uns. Und vor allen Dingen, Katja, ich habe richtig doll viel Hunger. Was ist denn hier los? Brötchen! Eisengolem-Bodyguard, bekommen wir ein bisschen was zum Essen? Oh, schau mal, Katja. Die Wachen haben uns hier ein bisschen was zum Essen gegeben. Sogar für Baloo und Bella. Oh, Baloo kriegt ein Chicken und Bella bekommt hier einen Fisch. Bitteschön. Oh, sehr süß. Und Katja, schau mal hier. Ich gebe dir mal die Hälfte. Wir haben richtig doll viel. Ja, Kürbiskuchen. Guten Appetit. Guten. Okay, ein bisschen Kürbiskuchen können wir essen. Davon, oh, werden wir richtig doll satt. Das ist sehr gut. Katja und Epic, bleibt in dieser Zelle. Macht keinen Quatsch. Oh, okay. Och, Mann, was ist da denn los? Wir sind jetzt hier einfach in dieser richtig doll kleinen Zelle eingesperrt. Hier in dieser kleinen Zelle eingesperrt zu sein, macht ganz und gar keinen Spaß. Vor allen Dingen, wir sind hier einfach in der Kanalisation. Und Katja, denkst du, der Superaufpasser sucht uns gerade? Ich weiß es nicht, bestimmt. Oh Gott, weißt du, wie sauer der sein wird? Der fliegt da bestimmt rum. Stimmt. Oh Gott, der wird so sauer sein. Epic, ich habe so Angst, dass wir so Ärger bekommen. Aber diesmal waren wir ja gar nicht dafür zuständig. Und wir waren nicht schuld, sondern hier der Eisengolem-Bodyguard. Das stimmt. Und schau mal, Karte, der Eisengolem ist weggegangen. Jetzt sind wir hier ganz alleine mit den 4 Wachen. Was ist da denn los? Die Wachen hier lassen uns ganz und gar nicht raus. Aber Moment mal, Katja. Wenn die Wachen nicht hinschauen, könnten wir uns hier vielleicht ein bisschen durchbuddeln. Schau mal. Wir können uns zwar nur mit der Hand durchbuddeln, aber das funktioniert ein bisschen. So und so, der erste Stein wurde abgebaut. Oh, das klappt richtig doll gut. Aber wir müssen wirklich richtig doll gut aufpassen, dass die Wachen uns hier auf keinen Fall sehen. Schau mal, Katja. Jetzt können wir uns hier weiter buddeln. So und so. Oh, wie cool. Wir können hier aus der Zelle in der Kanalisation flüchten. Oh, sehr, sehr nice. Und bis jetzt hat es noch keiner gesehen. Das stimmt. Dann geht's hier entlang. So und so. Wir können uns hier ein bisschen durch die Erde durchbuddeln. Okay, schau mal, Katja. Dann können wir uns hier vorne durch die Steine durchbuddeln. Und schau mal, Katja. Hier ist eine Leiter, mit der wir aus der Kanalisation flüchten können. Oh, das ist sehr gut. Okay, da geht's hier lang. Da sind die Wachen. Oh Gott, oh, wir wurden gechasert. Aua. Oh, was war das denn, Katja? Moment mal. Wir wurden einfach von den Wachen getasert, weil wir hier ausbrechen wollten. Ach, Mann. Und schau mal, der Eisengolem-Bodyguard ist wieder da. Was ist denn hier los? Hallo, Eisengolem-Bodyguard. Ihr habt keine Chance, aus dieser Zelle zu entkommen. Oh, was ist da denn los? Die Zelle hier wird wirklich richtig doll gut bewacht. Ach, Mann. Ich habe euch vor dem Superaufpasser beschützt. Was soll das denn bedeuten? Moment mal. Der Eisengolem-Bodyguard hat uns vor dem Superaufpasser beschützt. Aber was soll der denn machen? Ich meine, wahrscheinlich will er uns halt nur in die Zelle wiederbringen, oder? Das stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, Eisengolem-Bodyguard. Aber schaut es euch selber an. Wir haben hier einfach einen Kameramonitor. Oh, dankeschön, Eisengolem-Bodyguard. Okay, warte mal. Ich kann hier auf jeden Fall durch den Kameramonitor näher durchschauen. Und ich sehe hier unsere Helikopterzelle. Was ist da denn los? Und jetzt? Da sehe ich den Superaufpasser. Was macht er denn hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er fliegt hier auf jeden Fall mit seinem Jetpack ein bisschen näher um die Helikopterzelle drumherum. Oh, oh. Und er sieht wirklich richtig doll böse aus. Und er platziert TNT. Er platziert TNT. Katja, ich glaube, er will hier die Helikopterzelle mit dem TNT sprengen. Oh, tatsächlich. Hier unten wird auch ein bisschen TNT platziert. Und da oben auf den Helikopter auch. Und das TNT wurde entzündet. Oh, nein, 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 nein. Die komplette Helikopterzelle wurde hier gesprengt. Oh, nein. Das ist ja wirklich ganz so gar nicht gut. Da oben der Helikopter ist kaputt und hier die Zelle auch. Und der Superaufpasser setzt jetzt hier noch mehr TNT und zerstört noch mehr. Das ist ganz so gar nicht gut. Das ist richtig doll viel TNT hier insgesamt. Okay, er entzündet es hier wieder. Oh, oh. Och, Katja, was ist hier denn los? Unsere komplette Zelle. Oh, der komplette Helikopter geht kaputt. Oh, nein, 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 nein. Und es wird hier einfach noch mehr TNT platziert. Der Superaufpasser ist ja wirklich super böse. Oh, und Moment mal, Epic, denkst du, dass der Superaufpasser das macht, weil wir nicht da sind? Oder wollte der das generell machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, Katja. Ich glaube, der Superaufpasser wollte uns wegschnetzeln. Denkst du wirklich? Ich glaube schon. Oh, schau dir das mal an. Die komplette Zelle wurde zerstört und der komplette Helikopter. Tatsächlich, er wollte uns wegschnetzen mit dem ganzen TNT. Oh nein. Oh, oh, das ist so gruselig. Und Moment mal, Katja, ich glaube, er sieht die Kamera, er sieht die Kamera. Oh nein, 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 nein. Katja, ich glaube, der Superaufpasser kommt zu uns. Er hat uns entdeckt mit der Kamera. Oh nein, 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 Was nein. Was soll er machen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Eisengolem-Bodyguard wollte uns die ganze Zeit nur beschützen. Er wusste, was der Superaufpasser vorhat und wollte uns, als er uns das erste Mal treffen wollte, ja genau das sagen, dass wir nicht in unsere Helikopterzelle dürfen. Und weil wir erwischt wurden, hat er uns einfach entführt und hat uns hier eingesperrt, dass wir auf keinen Fall wieder zurück in die Helikopterzelle kommen, weil der Superaufpasser das geplant hat, dass er uns einfach mit dem ganzen TNT wegschnetzelt. Der Superaufpasser ist ja wirklich so doll böse und vor allen Dingen Kater. Wir müssen hier auf jeden Fall weg, da der Superaufpasser jeden Moment kommen kann. Nehmt dieses unsichtbare Glas und baut euch ein Versteck. Beeilt euch. Oh, okay. Wow, Kater. Ja. Wir haben hier richtig doll viel Glas bekommen. Okay, wo wollen wir unser unsichtbares Versteck bauen? Wollen wir das hier unten in der Kanalisation bauen oder wollen wir das oberirdisch bauen? Ich glaube, ich würde es vielleicht sogar hier unten machen. Das ist eine gute Idee. Okay, da können wir auf jeden Fall hier unten in der Kanalisation unser unsichtbares Versteck bauen. Und wir müssen richtig doll gut aufpassen, weil der Superaufpasser, uns hier sucht. Oh nein, der darf uns auf keinen Fall hier erwischen. Okay, wir könnten vielleicht da lang. Hier entlang. Ja, okay, hier entlang insgesamt. Dann geht es hier nochmal um die Kurve. Oh, oh, das ist ja wirklich ein riesen doll großes Labyrinth. Und Kater, wir könnten vielleicht hier vorne unser unsichtbares Versteck bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wir könnten vielleicht hier das Glas platzieren. Schau mal hier und hier. Und dann platzieren wir es auch hier. Vielleicht so. Dann machen wir es so und können uns hier noch ein bisschen in die Wand reinbuddeln. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn man nämlich von hier vorne kommt, sieht man nicht, was hinter dem Glas ist. Das ist richtig doll gut. Okay, da baue ich das Glas hier auf jeden Fall schon ein bisschen höher. So und so. Oh, sehr nice. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unser kleines Versteck. Wir könnten hier vielleicht ein kleines Bett rein platzieren. Und schau mal, Kater, wenn ich jetzt hier vorne das Glas platziere, so und so, und man jetzt von der anderen Seite hier durchschaut, dann sieht man uns nicht. Das ist wirklich richtig doll cool. Oh, ja. Okay, warte mal. Ich gehe hier entlang. So und so. Und mach zu. Und bye-bye. Und zack. Wie cool ist das denn, Kater? Ich sehe dich nicht mehr. Oh, das ist ja wirklich richtig doll nice. Wenn man jetzt hier entlang läuft und hier durchschaut, dann sieht es aus, als ob hier ganz und gar nichts drin wäre. Ah, Kater, ich sehe dich nicht. Und wenn ich jetzt das Glas hier wieder abbaue, dann sehe ich dich wieder. Hallo, Kater. Au, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich so cool. Wir haben hier einfach ein unsichtbares Versteck. Dann kann ich hier auf jeden Fall vielleicht ein kleines Bett platzieren und ein bisschen was zum Essen kann ich hier auch platzieren. Oh, sehr gut. Und Kater, wir müssen jetzt wirklich so doll gut aufpassen, dass der Superaufpasser uns hier nirgendwo findet. Moment mal. Da fliegt der Superaufpasser entlang. Schau mal, Kater. Er hat uns aber nicht gesehen. Es hat geklappt. Er sucht uns hier in der Kanalisation. Oh, oh. Kater, er kommt zurück. Er kommt zurück. Er sieht uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht bewegen, nicht bewegen. Oh, oh. Er schaut rein, aber er sieht uns nicht. Er sieht nur hier. Oh, ja, das leere Loch hier insgesamt. Oh, wie gut. Geht er weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er schaut sich das Ganze in Ruhe an und er fliegt weiter. Au, sehr gut, Kater. Oh, das unsichtbare Glas klappt wirklich richtig gut. Und der Superaufpasser konnte uns hier auf keinen Fall sehen. Das hat wirklich so doll gut geklappt. Das war wirklich richtig doll mies und fies vom Superaufpasser. Er hat einfach unsere komplette Zelle weggeschnetzelt. Und vor allen Dingen, er wollte ja uns wegschnetzeln. Und der Eisengolem-Bodyguard hat uns zum Glück gerettet. Au, das war so knapp. Das war echt knapp, oh je. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss.